Wir haben Samstag, den 12.12.2020. Die COT-Daten der Kalenderwoche 50 stehen uns nun zur Verfügung und wir schauen uns diese an. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Ebert und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel salonfähig zu machen. Wir haben Samstag, den 12.12.2020 und was macht ein guter Future-Option-Trader an einem Samstag? Richtig, er analysiert die brandaktuellen COT-Daten, die uns gestern Abend um 21.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit von der CFTC zur Verfügung gestellt wurden. Die Schritte sind eigentlich jeden Samstag die gleichen. Zunächst machen wir uns ein Big Picture im Analyzer und danach gehen wir in die Trading View. Wir befassen uns heute aber auch noch ein wenig mit dem Vasta Report. Der wurde ja am 10. Dezember veröffentlicht und ich zeige dir noch eine weitere Quelle, wo du vielleicht eine schöne Datenübersicht herbekommst. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Bevor wir uns auf den Analyzer stürzen, möchte ich nochmal kurz zeigen, wo du das Screenshot des aktuellen Analyzers auch kostenfrei beziehen kannst. Du kannst auf optionsforwinners.de gehen, gehst dann auf Reports und dann auf den CoT-Dis Report und hier siehst du auch schon, hier ist das Screenshot vom 8.12. von der Kalenderwoche 50. Du kannst es aber auch so machen, indem du auf meine Facebook-Seite gehst, da habe ich auch schon einen Artikel gepostet, ist hier auch immer regelmäßig brandaktuell veröffentlicht. Und natürlich an dieser Stelle möchte ich auch vielleicht mal fragen, ob du vielleicht Lust hättest, auch Abonnent zu werden. Wie gesagt, ich fokussiere mich ja gerade auf Wachstum und das würde mich natürlich sehr freuen. Wir gehen jetzt aber auch direkt in den Analyzer. Das ist er ja und ich habe die Daten auch schon aktualisiert. Und vielleicht für denjenigen, der es noch nicht gesehen hat, wir haben ja hier die Teilnehmer. Das sind ja eigentlich hier PMPUs, müsste es korrekt, also richtigerweise heißen. Das heißt, hier sind nicht nur die Producer, auch die Verarbeiter drunter. Hier sind die Money Manager, die Großspekulanten. Hier sind die Swap Dealer. Das sind meistens jene, die nicht die Anforderungen eines PMPUs erfüllen, aber trotzdem über eine Bank an dem Markt agieren wollen. Dann die Other Reportables. Das sind jene, die den Kategorien hier nicht zuzuordnen sind. Und last but not least, hier, das ist ja das USP des Analyzers. Hier wird das Gap, also der Abstand zwischen den Produzenten und Money Managern, verdeutlicht. Das ist für mich sehr, sehr hilfreich, weil hier finde ich recht schnell, ob für mich ein Trade als Counter-Trend-Trader interessant ist oder nicht. Ich habe beschlossen, wir gehen heute ein bisschen zügiger voran und konzentrieren uns auf die wesentlichen Dinge, die für mich interessant sind. Und da fange ich direkt mal hier oben an. Absolut interessant ist noch Korn. Also hier Mais ist wirklich interessant. Die bauen hier minimal ihre Short-Positionen aus. Ist nicht viel. Die Long-Positionen werden leider in Anführungszeichen abgebaut. Aber trotzdem haben wir noch ein... Wir sind noch auf einem sehr hohen Level, aber das Gap hat sich leider aufgebaut zur Vorwoche, sind trotzdem noch hier bei 97%. Das ist auf jeden Fall noch wert, sich das hier anzuschauen. Und das Gleiche gilt auch mit den Sojabohnenprodukten. Klar, man sieht hier, die haben wirklich sehr, sehr kräftig ihre Netto-Short-Positionen abgebaut und auch die Money Manager sind mit ihren Positionen zurückgegangen und das sieht man schlussendlich hier auch an dem Gap. Das hat sich stark verkleinert, aber lieber Optionsfreund, das kann natürlich auch ein Begleitsymptom dafür sein, dass vielleicht der Oberpreis jetzt kurzfristig erreicht wurde. Das möchte ich jetzt aber nicht in Stein meißeln, aber das kann es auch sein. Ich sage immer wieder, die COT-Daten sind nur ein Teil. Guck dir auch die anderen Dinge an, die sind nämlich auch wichtig. Hier bei den Meats, bei den Fleischprodukten leider nichts Interessantes. Ich springe direkt in die Metals und jetzt schon würde ich sagen, Minimum die zweite Woche in Folge baut Kupfer aus. Wir sind hier auf dem Rekordlevel, was die PMPUs angeht. Auf der anderen Seite, der Seite der Großspekulanten, leider nicht. Aber trotzdem, die bauen ihre Position trotzdem aus und das Gap, das ist doch noch gewaltig gestiegen. Das sind ungefähr 3% im Vergleich zur Vorwoche. Also Kupfer kann man sich angucken, aber auch da muss man sich halt immer wieder überlegen, warum
Ist das so der Fall? Wie entwickelt sich der Kupferpreis? Wie ist die Marktlage? Weil wir dürfen nicht vergessen, Rohstoffe werden immer auf Supply Demand. Das heißt, es ist immer Angebot und Nachfrage. Und ich sage immer, im Zweifelsfall sind es die Chinesen und im weiteren Zweifelsfall sind es die Amerikaner, warum das hier passiert. Aber das nur am Rande. Kommen wir auch bei Kupfer gleich nochmal zurück. Da habe ich auch einen netten Artikel gefunden. Wechseln wir zu den Softs. Ja, bei den Softs bin ich ein bisschen auf der einen Seite enttäuscht, auf der anderen Seite nicht. Mir wurde Orange Juice jetzt erstmal wieder präsent und Grüße raus an Ralf, a.k.a. Avocado. Der hat, glaube ich, gestern sein Bier bzw. seinen Wein auf jeden Fall locker mit einem oder zwei Trades gut finanzieren können. Ja, was sehen wir trotzdem hier auf 26, 52 Wochen ist das sehr attraktiv, auch auf der Großspekulantenseite bei 3 Jahren nicht. Das Gap ist da, wir haben hier natürlich noch Luft nach oben, lohnt sich auf jeden Fall auch anzuschauen, aber Orange Juice ist auch nicht so einfach zu traden. Ja, bei Zucker bin ich auch ein bisschen enttäuscht, natürlich wäre die andere Richtung mir lieber gewesen. Die haben ihre Netto-Short-Position abgebaut. Hier die Long-Position auch. Das heißt, von wegen, das Gap hat sich gewaltig hier verkürzt. Schade. Ja, und Coffee, da brauchen wir nicht drüber sprechen, ist alles gelb. Wechseln wir jetzt in die Trading View. Und ich fange auch direkt mit dem Korn bzw. mit dem Mais an. Ne, Korn ist ja das Englische dafür. Und hier haben wir ja auf der einen Seite haben wir hier die Kursentwicklung und die ist ja wirklich, wirklich schön. Also ist ja schon Wahnsinn, was da so passierte. Es kann man schon sagen, ja, sind fast 40% Preisanstieg. Und wenn wir uns das jetzt mal hier vergleichen, es ist noch Luft nach oben. Ja, also hier so ungefähr bei 4,40 ist wahrscheinlich der nächste Widerstand. Wenn wir uns das Gap angucken, es ist wirklich, wirklich gewaltig. Das ist ja das, was ich auch in meinem Analyzer drin habe. Das sind ja die Daten aus dem Disaggregated, aus dem erweiterten Report. Hier drunter haben wir die Produzentenseite aus dem Legacy, also die Commercial-Seite aus dem Legacy-Bereich, also aus dem Legacy-Report, aus dem einfachen. Und hier ist der COT-Index, der sagt ja nichts anderes aus. Wie kann ich diese Situation von den Commercials im Vergleich der 26, 52 Wochen und 3 Jahre einsortieren und die ganz helle Linie, die ist auf 3 Jahre, die ganz dunkle auf 26 Wochen und die dazwischen auf 52 Wochen und man sieht, es ist schon wirklich ordentlich short, ja, Nur auf Basis von COT wahrscheinlich schön. Ich habe es hier eben gesagt, bei 4,40, da sehe ich den nächsten Widerstand. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, von wegen was jetzt hier passiert. Ein genauerer Blick auf die Preisentwicklung der nächsten 2-3 Tage dürfte ganz, ganz interessant sein. Und jetzt komme ich auch mal zu dem Vaste Report. Der Vaste Report, der wurde ja am 10.12. veröffentlicht und du kannst den hier dir zum einen als PDF oder auch als Excel runterladen. Und das habe ich auch schon gemacht hier als Excel. Und warum bin ich ein Freund von Excel? Ja, nicht nur wegen der Zahlen, sondern auch, du hast es hier halt wirklich einfach, indem du einfach mit der rechten Maustaste draufklickst und dann gehst du aufs Übersetzen und dann hast du auch nicht mehr die Ausrede, das ist ja Englisch, das ist zu mühselig, das will ich nicht. Du hast es hier in einem guten Deutsch übersetzt präsentiert. Da kannst du dir das angucken und du kannst dir natürlich auch die einzelnen Tabellen angucken. Aber ich kann nur eins sagen, das hat ja ein, sage ich mal, Kollege, der auch, sage ich mal, Future Optionen unterrichtet, gesagt, dass es für ihn nicht so interessant ist. Für mich ist es interessant, aber die Gustos sind halt verschieden und ich habe jetzt hier noch eine schöne Seite gefunden. Die kann ich wirklich ans Herz legen. Und warum? Weil du kannst dir hier wirklich auch auf Basis des aktuellen Vaste Reports, dir auch Schaubilder angucken. Und was ist denn hier für uns beispielsweise interessant? Wir könnten jetzt erstmal uns das Spreadsheet hier angucken. Das habe ich auch schon runtergeladen. Wie sieht die Situation aus? Und was ist, ich habe es gesagt, Supply Demand ist doch der, oder das sind doch die,
die den Preis bestimmen. Ja, also Angebot und Nachfrage. Und das hast du ja hier alles stehen. Und wenn wir einfach mal gucken, beispielsweise hier ist der Endstock, also der Endbestand, und hier hast du den Verbrauch. Und dann stellt sich doch die Frage, wie oft, in Anführungszeichen, kann ich mit dem Endstock den Verbrauch befriedigen? Und da haben wir hier Stock and Use, eine schöne Kennzahl. Und je niedriger diese Zahl ist, ja, umso weniger gut werden, sage ich mal, die Mäuler gestopft. Ja, und das hat natürlich zur Folge, dass dann der Preis hochgeht, weil viele wollen essen, aber es ist nicht genug da. Ja, dann reißt man sich darum und dann entsteht ein Preisanstieg. Und das sieht man hier auch in den Zeiten, wo es noch extremer war als jetzt. Da hatten wir auch einen gewaltig hohen Preis. Da ist 4 Dollar jetzt noch gar nichts. Ja, also da muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, von wegen, was da alt ist. Und da kannst du hier auch schöne Charts die angucken. Und hier ist ein schönes Chart. Und das zeigt es ja, wo wir uns jetzt hier gerade befinden. Das heißt, wenn wir in dem Bereich wiederkommen, dann können wir davon ausgehen, dass der Preis wieder sich nach unten bewegen wird. Aber es sieht derzeit auf Basis Supply Demand natürlich nicht danach aus. So, dann habe ich gesagt, wir gucken uns jetzt auch nochmal die Sojabohnen an. Was ist denn da passiert? Das ist halt auch interessant, von wegen, wir haben halt auch eine mega netto Short-Position. Es ist wirklich interessant. Aber wir sehen hier, dass bei 1200, ja, der Widerstand, sage ich mal, getestet wurde. Und es ging dann bergab. Es heißt aber noch nichts. Ja? Da muss man halt auch vorsichtig sein. Ich kann auch nochmal auf den Wasta Report verweisen. Oder von mir aus auch kannst du hier dir das nochmal gucken. Nur ein kurzer Tipp nebenbei, was auch ganz interessant ist, das finde ich auch. Die haben hier einen wöchentlichen Newsletter. Ja, der ist ein Weekly Review und das ist ganz interessant für jemanden, der sich mal ein bisschen mehr damit beschäftigen will. Ich finde toll, wenn man solche Informationen so serviert bekommt. Also da können sich, muss ich ganz ehrlich sagen, so manche Ministerien in Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Aber wir gehen wieder zurück. Hier könnte man natürlich auch überlegen, von wegen, wie ist das denn jetzt im Vergleich zu der letzten Zeit gewesen? Und da sieht man hier auch, hier war es auch die 1200. Ja? Also das sollte man sich auch, jetzt fang nicht an, einen Short Call bei 1200 zu setzen. Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Vorsicht geboten. Ja? Füße stillhalten, weitere Analyse machen und dann schauen. Aber es ist doch schon ganz interessant. Hier kannst du natürlich auch technisch das ein oder andere machen. Also Sojabohnen bleibt so oder so auf jeden Fall interessant. Und wir könnten natürlich jetzt auch uns nochmal die Brüder und Schwestern von Sojabohnen, Sojabohnenöl und Sojabohnenmehl anschauen. Es ist in Anführungszeichen ist das hier ähnlich. Ja, es ist ähnlich, nur wir hatten hier im Vergleich zu Sojabohnen doch schon ein Widerstand, den wir vorher so nicht hatten. Ja, also hier so bei 39 wäre er für mich, könnte man sich auch nochmal angucken, aber auch hier weitere Analyse ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und hier hat sich Sojabohnenmehl ein bisschen anders entwickelt und trotzdem wirklich interessant, weil wir haben hier beispielsweise doch einen höheren Widerstand, aber wir könnten natürlich auch mal gucken, ob wir hier eine Unterstützungslinie finden. Ne, da könnten wir natürlich überlegen, wir sind jetzt bei 380, ne, das ist jetzt der Frontkontrakt, ne, übrigens, ne, das heißt ja nichts, aber man kann sich das auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr vergegenwärtigen. Dann habe ich gesagt, von wegen, was für mich auch noch ganz interessant jetzt war, das war jetzt hier Orange Juice, ordentlich nach unten gegangen und hier war ja bei 130 ungefähr, ja, ich sag mal so, vielleicht hier bei 130, 131, das hat es nicht geschafft und jetzt sind wir halt hier wirklich durchgegangen. Das war die 120er, die haben wir jetzt auch richtig schön geschreddet, also wir gehen jetzt hier weiter unten. Es ist jetzt die Frage von wegen, wo wir als nächstes
Hier würde ich sagen, von wegen bei 112 auch Vorsicht geboten, kann man sich angucken, ist halt ganz nett. Und wenn man sich das hier anguckt, also hier sind die Daten scheinbar nicht zur Verfügung. Woran es liegt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber egal, wir sehen trotzdem, dass wir wirklich hier auch short sind, zumindest was die ersten beiden Perioden angeht. Dann habe ich noch gesagt, von wegen Kupfer, gucken wir uns mal an. Kupfer ist wirklich auch interessant, hat eine mega Rallye gemacht und es ist natürlich auch ein wesentliches Produkt auch für die E-Mobilität. Ich weiß es auch von meinem Edelstahlbereich, wir verwenden ja Kupfer auch. Es hat einen ordentlichen, ja, einen ordentlichen Run gemacht. Das ist ja jetzt wirklich seit März, also seit dem Corona-Höhepunkt um den 16., 17., 18. März bis heute mehr als 75% ungefähr gewachsen. Das ist natürlich gewaltig und da habe ich jetzt auch einen schönen Artikel halt hier gefunden. Und das kann man auch mal machen. Einfach mal Kopperpreis bei Google einbringen und da findet man auch manche schöne Artikel. Und hier sagt man auch von wegen, dass das halt mega, mega Run von den Chinesen aus ist. Ja, das heißt von wegen, die haben selten so viel importiert wie jetzt. Das ist ein Grund. Und auf der anderen Grund, der anderen Seite ist natürlich noch ein weiterer Grund, dass der Euro, ja, dass der Dollar recht schwächelt. Und hier zeigen sie auch nochmal, hier gibt es an der LME, das ist die Londoner Metal Exchange, also die Metallbörse in London. Und die hat auch einen sehr, sehr niedrigen Bestand. Also man sieht schon, dass da doch was ist. Und hier kann ich auch nur empfehlen, macht das über Google, da könnt ihr halt mal auf Deutsch übersetzen. Ne? Kann auf hier, da steht hier auch von wegen, dass die globale Lieferkette gestört war. Ja, Chile, und da steht hier, der größte Einzelexporteur von Kupfererzen befasst sich auch weiterhin mit Produktionsproblemen. Das ist halt dann auch angebotsseitig, ne? Wenn halt das Angebot nicht aufrechterhalten werden kann, weil jetzt solche großen Exporteure beispielsweise Produktionsprobleme haben, egal womit, jetzt hier in dem Fall mit Gewerkschaftsstreiks. Ja, das ist halt wirklich interessant. Also, wir gehen noch mal kurz zurück zum Analyzer. Und das habe ich ja eben gesagt. Orange Juice ist wahrscheinlich noch weiterhin attraktiv. Kupfer auf jeden Fall, obwohl momentan sind da scheinbar auch angebotsseitige Probleme. Man spricht hier auch von Störungen in der globalen Lieferkette. Wenn die sich natürlich auflösen, kann das natürlich jetzt auch eine gute Möglichkeit sein, für uns auf den Zug aufzuspringen, nämlich auf den Zug abwärts. Wir haben ja, wie gesagt, einen ordentlichen Run aufwärts gemacht. Bei den Sojabohnenprodukten ähnlich, bleibt in Beobachtung und in Anführungszeichen Mais sowieso. Das war jetzt die COT-Datenanalyse für die Kalenderwoche 50. Und was ist mein Fazit? Ja, ich schaue mir weiterhin Mais an. Ich schaue mir weiterhin die Sojabohnenprodukte an. Ich schaue mir weiterhin den Kupfer an. Und last but not least schaue ich mir Orangensaft an. Wenn du mich weiterhin auf diesem Kanal sehen möchtest, du mich noch nicht abonniert hast, dann abonnier doch diesen Kanal. Ich freue mich über jeden Daumen hoch und jedes Kommentar. Und wenn du mehr Content haben willst, kannst du natürlich gerne auf meiner Homepage optionsforwinners.de vorbeischauen oder werde vielleicht sogar Abonnent auf meinem Facebook-Kanal. Und last but not least, wie wäre es, wenn du Option for Winner wirst? Tritt doch einfach bei. Unten ist der Link zum Option for Winner Circle. Dort kannst du dich kostenfrei anmelden. Dort wird dir auch jede Menge Content geboten. Ich wünsche dir weiterhin einen schönen Samstag und wie ich immer so gerne sage, Happy Trades. Bye, bye.